Hallihallo, es geht weiter. Und wie im letzten Video angekündigt, werden wir diesmal Frage B beantworten. Wie lautet der Tilgungsplan? Also müssen wir einen Tilgungsplan aufstellen. Und ich habe das schon ganz am Anfang, ich glaube im ersten Video gezeigt, was in einem Tilgungsplan aufgelistet werden soll. Wie man sieht, hier K0, Schuld am Anfang, dann Zinsen, Tilgung, Annuität. Und wir werden Tilgungsplan mit Tilgung durch gleichbleibende Annuitäten immer noch berechnen. Deshalb ist Annuität immer gleichbleibend und addiert sich aus Z, K und TK, also in jeder Zeile bei Annuität. Und Schuld am Ende ist dann einfach K0 minus T1, also die erste Tilgung. So, den Ablauf praktisch sieht man gleich besser, wenn ich das schon berechne. Hier habe ich eine Tabelle extra aufgestellt, also was man hier nicht so gut sehen kann, die Zeilen, ja, dass da alles liniert ist, das sieht man ja auch zum Teil. Naja, auf jeden Fall sieht man die Spalten und wenn ich das Ganze eintrage, sieht man auch, in welcher Zeile ich mich befinde. So, laut der Aufgabenstellung sind das 8 Jahre, tragen wir also ein. Außerdem kann man hier und so fort die Schuld am Anfang, die Restschuld nach dem dritten Jahr, nach dem fünften Jahr sehen und alle drei Annuitäten, die wir davor in Videos berechnet hatten. Die können wir schon eintragen. Ich dachte, ich nehme mir am besten einen dunkleren Stift, weil man sonst nicht so gut sehen kann. Und ja, K0 haben wir. Nach dem dritten Jahr sind das 68.870. Das heißt, wir müssen dann Schuld am Ende eintragen, also 68.870. Und diese Zahl wird dann im vierten Jahr als Schuld am Anfang übertragen. Hier fünftes Jahr zu Ende. Dann ist die Restschuld 44.266. Okay, Euro schreibe ich dann nicht. Und ja, diese Zahl wird auch Anfang des sechsten Jahres übertragen. So, ich hoffe, soweit ist alles richtig. Ja, dann kommen noch die Annuitäten. Also hier 16.909,38. Die ersten 3 Jahre. Dann die nächste Annuität. 17.022,23 und die dritte 16.868. Da haben wir ganz gut gerundet. Ja, was noch fehlt natürlich, die Schuld am Ende, Zinsen und Tilgung. Nun berechnen wir zunächst Zinsen, also Z1. Dafür müssen wir K0 100.000 Euro mit Q-1 multiplizieren und Q wäre in diesem Fall 1,0725. Also multiplizieren wir 100.000 mit 0,0725 und das sind 7.250 Euro. Die tragen wir dann hier bei Zinsen ein und die nächste Formel, die wir jetzt benötigen, ist T1 nach A minus Z1 zu bestimmen